Es mag viele Gründe geben, warum du als Unternehmer, IT-Unternehmer, Softwareentwickler, Digitalexperte, Agenturinhaber, Dienstleister, Berater von deinem Umsatzlevel her wahrscheinlich die letzten Monate oder sogar über Jahre hinweg nicht wirklich von der Stelle kommst. Und da meine ich auch explizit, wenn du Wachstumsraten hast von 10-15% und vielleicht sogar weit unter 10% oder sogar vielleicht negative Wachstumsraten in einigen Jahren. Wir bei Klein Marketing durften einige, also insgesamt sind es 87 Kunden, die wir in den letzten 5 Jahren betreuen durften, teilweise operativ, beratend oder eine Kombination daraus, da komme ich dann später noch drauf zu sprechen, Stichwort Hybridmodell, dann For You oder dann With You, was ist besser oder vielleicht eine Kombination daraus, kann ich schon mal so weit vorwegnehmen. Ich bin jetzt die letzten 3 Tage wirklich, habe ich kaum geschlafen, 3-4 Stunden nur geschlafen, weil mich das so beschäftigt hat. Wenn ich jetzt mal alle Kunden und Unternehmen zusammennehme, die ich in den letzten, also es sind knapp 100 Unternehmen, die ich in den letzten 5 Jahren betreuen durfte, das längste Unternehmen sogar operativ begleiten durfte über einen Zeitraum von 3,5 Jahren, gab es doch einige Learnings. Und es mag, wie gesagt, viele Gründe geben, viele kleine Gründe, die ineinander übergreifen, warum du vielleicht nicht so schnell und nicht so stark wächst, wie es dir vorschwebt oder wie du eigentlich geplant hattest. In Essence habe ich mir über die letzten 3-4 Nächte um die Ohren geschlagen, um nochmal wirklich detailliert zu analysieren, woran es denn in der Nutshell wirklich liegt. Und dabei sind mir letztendlich unterm Strich ist mir dabei eine Sache aufgefallen, dass es letztendlich das Geschäftsmodell ist und die Skalierfähigkeit des Geschäftsmodells. Und eine einzige essentielle Frage, die ich mir dabei gestellt habe und die du dir stellen solltest als Unternehmer oder aufstrebender Unternehmer, ist: Wo ist mein Hebel? Also das Thema Leverage. Wir haben in früheren Videos auch hier auf YouTube schon viel gesprochen über Umsatz, Umsatzsteigerung, Gewinn, Marge, Customer Lifetime Value, Kundenwert. Und das sind alles super, super wichtige KPIs. Aber wenn du das nochmal irgendwie alles zusammenfassen wollen würdest, in einen einzigen Nenner, in ein einziges Wort letztendlich, dann wäre dieses Wort Leverage. Auf Deutsch Skalierfähigkeit oder Hebel. Und zu diesem Thema möchte ich dich jetzt mal ganz kurz mitnehmen ans Whiteboard. Bis gleich. Generell hier nochmal die absoluten Basics, die du sehr wahrscheinlich schon kennen wirst, aber ich möchte sie hier nochmal explizit erwähnen und das dann als Grundlage nehmen, wenn wir darüber sprechen, welche 4 generell wichtigsten Hebel es gibt, ja, Formen des Leverages, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, mit fast 100 Kunden aus der IT-Branche gearbeitet in den letzten 4 bis 5 Jahren und davon waren, ich würde mal sagen, gut über die Hälfte waren schon auf dem Level von 10 bis 20 Millionen, eine Firma war bei ungefähr 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr und eine war bei über 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr, die ich unterstützen durfte. Okay. Letztendlich geht es hier um eine wirklich ganz essentielle Formel, wenn wir davon sprechen, okay, wie viel Geld hast du gemacht? Ja, wie viel Geld verdienst du? Dann reden wir letztendlich immer vom Gewinn, okay, Profit. Und die Formel lautet ganz einfach, die kennst du ja schon. Einnahmen minus Ausgaben ist gleich Gewinn. Und am Ende des Tages, ja, geht es eigentlich nur um den Gewinn. Warum? Weil den Gewinn vor Steuern, wohlgemerkt. Weil du das wiederum reinvestieren kannst. Ja? Du kannst natürlich immer, je nachdem, nochmal beschleunigen, indem du sozusagen deine Zahlungsziele reduzierst und solche kleinen Hebel und so weiter. Aber in Essence geht es letztendlich um diese eine einzige Formel. Nur darum geht es. Ja? Diese eine Formel. Einnahmen minus Ausgaben ist gleich Gewinn. Und nur wenn du hier gewisse Stellschrauben drehst,
Und da gibt es auch gar nicht so viele. Ja, wir reden jetzt hier nur mal von der Adlerperspektive. Schauen wir mal oben von oben runter. Dann hast du die Grundvoraussetzung, um Wachstum zu erzeugen. Und zwar Wachstum, exponentielles Wachstum unter Umständen sogar. Also, wir haben hier Einnahmen und Ausgaben ist gleich Gewinn. Also, viele sagen, okay, es gibt da ganz viele Coaching-Programme da draußen, Bauli Consulting, Dirk Kräuter und so weiter, etc. pp., die sagen, Hochpreis, 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 ja, erhöhe deine Preise, erhöhe deine Preise, erhöhe deine Preise. Okay, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Das heißt, ich kann hier meine Einnahmen erhöhen, indem ich hier meine Preise erhöhe. Ich mache hier mal ein Plus, um es wirklich so einfach runterzubrechen, dass wirklich jeder versteht. Und die Ausgaben bleiben gleich. Okay, dann habe ich hier insgesamt, ja, was jetzt? Habe ich jetzt hier insgesamt mehr Gewinn oder weniger Gewinn oder vielleicht gleich viel Gewinn? Ich kann jetzt sagen aus Erfahrung, wenn du hier deine Preise massiv erhöhst, dann wirst du unterm Strich weniger Kunden haben, weil weniger Kunden, es gibt nun mal sowas wie den Markt, ganz besonders in der Softwareentwicklung und im IT-Bereich, weil weniger Kunden einfach bereit sind, diesen noch wesentlich höheren Preis zu bezahlen, dann hast du unterm Strich mehr oder weniger, wenn du Einnahmen erhöhst, indem du Preise erhöhst, deine Ausgaben sind die gleichen, hast du ungefähr hier den gleichen Gewinn. Okay, das ist eine Variante. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen generalisiert, aber ich fasse hier wirklich x Gespräche, hunderte von Gesprächen, hunderte von Calls, hunderte von Kampagnen und alles Mögliche aus 5 Jahren, ja, hier Business-Erfahrung, Consulting, Neukundengewinnung etc. pp. Zusammen. Ja. Okay, so simpel wie einfach runtergebrochen. Jetzt gibt es die anderen, die sagen, naja, ich muss Kosten reduzieren. Ja. Es gibt also die sagen, ja, ich baue mir ein Nearshoring-Center auf oder ich mache irgendwelche Partnerschaften im Ausland. Das heißt, jetzt ist Nearshoring, Offshoring, europäisches Ausland, nicht europäisches Ausland, whatever, ist völlig gleichgültig. Ich hatte letztes Jahr ein paar Gespräche, die sagten, naja, wir haben jetzt hier irgendwie aus irgendwelchen osteuropäischen Ländern ja, irgendwelche Teams gebaut und dann haben wir jetzt in Dubai eine Firma gegründet und dann machen wir das jetzt alles über Dubai und dies und das und jenes und alles super. Ne? Ist alles super günstig und günstig und günstig. Das heißt, es wäre die zweite Variante, dass wir sagen, hier wir reduzieren die Ausgaben und die Einnahmen bleiben gleich. Ne? Das wäre jetzt die zweite Variante, die zweite Strategie. Und was passiert jetzt hier? Haben wir jetzt hier mehr Gewinn oder weniger? Was sagst du? Ich kann dir aus Erfahrung sagen, auch da haben wir letztendlich wieder unterm Strich das Gleiche am Ende. Warum? Weil du, wenn du sozusagen das, insbesondere wenn du keine Substanz hast, also keine lokale Substanz, sondern einfach nur die Kosten massiv reduzierst, indem du letztendlich das ganze Sourcing aus dem Ausland machst, dann bist du häufig mehr oder weniger gezwungen, spätestens dann, wenn es ins Onboarding geht, dass deine Leute, Transparenz zu zeigen, das heißt zu Transparenz, transparent auch zu kommunizieren, dass du letztendlich deine Leute im Ausland hast. Und dann ist völlig klar für den Kunden, dass du hier einen Preisvorteil hast. Und dann wird häufig erwartet und sag mal, in manchen Fällen wirst du auch gar nicht erst beauftragt, wenn du diesen Preisvorteil nicht zumindest zum großen Teil weitergibst. Also letztendlich wirst du auch hier wieder einige Kunden, die grundsätzlich dich nicht buchen werden, weil du deine Leute irgendwo im Ausland hast und die das einfach nicht wollen, weil die einfach wollen, dass die Leute sozusagen vor Ort im Team arbeiten können, zumindest ein, zweimal die Woche vorbeischauen oder die ersten 6, 8 Wochen und so weiter und so weiter. Und die wollen auch keine, dann sage ich, okay, ja, deine Leute sitzen im Ausland, die müssen halt erstmal hier irgendwelche Visa beantragen und dies und das und jenes, das dauert, das ist alles viel zu kompliziert, ja, also machbar wäre das alles, aber dann nehmen wir halt einfach einen Dienstleister, der schon 20 Leute in Deutschland sitzen hat, dann müssen wir das eben alles nicht machen, ist alles super, nehmen wir halt den, wo es halt einfach ist, also wir gehen immer den einfachsten Weg und also es wird Leute geben, die dich erst gar nicht beauftragen, dann wird es Leute geben, die dich beauftragen, sehr wohl beauftragen, aber dann erwarten die wiederum, dass du den Preisvorteil einfach weitergibst. Long story short, du wirst hier letztendlich unterm Strich genauso viel wieder verdienen, als wenn du gleich ja,
die Leute letztendlich im Inland alle einstellen würdest und letztendlich die dann teurer sind, aber dann letztendlich auch wiederum höhere Preise wahrscheinlich bekommst und die Aufträge, die, wo der Kunde erwartet, dass die Leute eben vor Ort in Deutschland eben sind, wenn wir jetzt mal von Deutschland hier ausgehen. Also, zu sagen, wir erhöhen die Einnahmen, alleine wirst du unterm Strich nicht recht viel mehr Marge machen. Der Gewinn bleibt ungefähr gleich. Es werden halt weniger Kunden, die einfach mehr bezahlen. Ja, unterm Strich bleibt es gleich. Ich spreche aus Erfahrung. Oder ich sage, hey, ich reduziere die Kosten massiv, ja, und verlange aber trotzdem die gleichen Preise. Wird nur in manchen Fällen passieren. In manchen Fällen musst du den Preisvorteil einfach weitergeben. Es wird einfach so erwartet oder wirst das gar nicht beauftragt. Also unterm Strich bleibt es auch gleich. Der einzigste wirkliche Weg, ja, wo, und ich nenne dir mal zwei, drei Beispiele aus anderen Bereichen, die hier in München aktuell stattfinden. Wir haben zum Beispiel einen Bekannten aus der Familie, der Mustafa nenne ich den jetzt mal, ja, also anonymisiert. Er ist ein Türke und er arbeitet bei der MAN seit, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren. Also ich habe zum Beispiel auch Nachbarn aus Griechenland, die arbeiten auch bei der MAN. Also ich würde mal sagen, dass mein Cousin zum Beispiel arbeitet seit, ich weiß nicht, 50 Jahren bei der MAN, bei der MTU, sorry, hier in München. Und es gibt letztendlich, ich würde mal sagen, 80% der Workforce, also der Labor, der Arbeiterschaft sind, glaube ich, entweder Türken oder Griechen. Von daher ist es kein Zufall. Und MAN hatte sich entschieden, Kurzarbeit zu machen. Das heißt, die schicken ihre Leute nach Hause und die bekommen aber wesentlich weniger Geld oder gar kein Geld. Also es ist quasi wie so eine Art Sonderurlaub, ne? Weil sie einfach sagen, oh, die Wirtschaft ist gerade nicht so gut und das und das und das Problem, was auch immer da argumentiert wird, MAN schickt seine Leute nach Hause. Gleichzeitig, ja, dann wurde gleichzeitig ein neues Werk in Polen gebaut, ja, und dort wird fleißig eingestellt. Ja, das ist genau der Punkt. Es wird letztendlich, die Traktoren haben den gleichen Preis oder werden stetig auch teurer. Oder die Lastwagen, was die halt da bauen. Auf der gleichen Seite wird immer versucht, die Kosten zu reduzieren. Das heißt, der einzige Weg, wirklich massiv zu skalieren und zu wachsen, ist beides. Das heißt, dass du einen Weg finden musst, wo du auf der einen Seite, ja, die Preise erhöhst, idealerweise, und auf der anderen Seite die Ausgaben, das ist mal grün, Ausgaben reduzierst. Stift, komischer Stift. Okay. Okay, so das ist letztendlich das, was alle machen, alle großen Firmen. Und ich würde generell immer raten, hinzuschauen, okay, was machen denn die ganzen Großen, was machen denn die ganzen Milliardenunternehmen, die Konzerne, was kannst du davon lernen? Das ist halt einfach teilweise knallhart, was die machen. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Einzelhändler ihre Lebensgrundlage, ihre Existenz verloren haben oder aufgeben mussten aufgrund von Amazon, aber das ist halt nun mal was passiert und wenn du selber mit deinem Geschäft weiterkommen willst, musst du dir halt einfach abschauen, was die ganzen Großen machen und wenn es um Skalieren geht und um Wachstum, ja, du musst einfach den Tatsachen ins Auge schauen und dich halt für dich selber entscheiden, okay, willst du skalieren, willst du weiter wachsen, willst du erfolgreich sein, willst du Geld verdienen mehr, willst du Wohlstand aufbauen etc., Freiheit, was auch immer deine Endziele dahinter alle sind, und dann musst du dir halt die großen Firmen alle mal anschauen und einfach mal schauen, okay, was machen die denn, wie kann ich das für mich umsetzen? Okay. Kommen wir gleich dazu. Okay. Also zum Beispiel Miele. Miele waren nicht die Waschmaschinenhersteller, die ersten Waschmaschinenhersteller auf der ganzen Welt. Irgendwie die erste Waschmaschine der Welt vor 120 Jahren oder so hat Miele, glaube ich, irgendwie gebaut. Ja, eines der solidesten Firmen, deutschen Firmen überhaupt. Und auch die bauen in Polen ein Werk. Ja, hier bauen sie ab, in Polen bauen sie auf. Genau aus dem Grund. Ja. Und du musst, aber das, der Witz dabei ist, dass sie ihre Waschmaschinen ja nicht in Deutschland günstiger verkaufen, nur weil sie jetzt in Polen günstiger die Kosten reduzieren, indem sie günstiger Labor einkaufen,
sondern die Waschmaschinen in Deutschland werden ja genau zum gleichen Preis trotzdem verkauft. Ja, also du musst einen Weg finden, wie du deine Preise idealerweise erhöhst und deine Kosten idealerweise sinkst. Also beides gleichzeitig. Okay? Und da gibt es natürlich einige Wege, über die ich mir jetzt sozusagen in diesem Video, wo wir uns ja gleich mal anschauen werden. Und dazu nehme ich dich jetzt mal mit zum Flipchart, weil ich glaube, da ist das Licht irgendwie besser. Hier ist es irgendwie so verdammt dunkel heute, obwohl die Sonne scheint. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, wie kommen wir jetzt dahin, dass wir sagen, okay, wir erhöhen zum einen unsere Preise und gleichzeitig schaffen wir einen Weg, wie wir die Kosten reduzieren. Und gleichzeitig, und das ist die dritte Komponente, dass wir nicht deswegen weniger Kunden gewinnen, sondern zusätzlich auch noch mehr Kunden gewinnen. Also mehr Kunden gewinnen für weniger Kosten und gleichzeitig höheren Preisen, also letztendlich höhere Marge mit mehr Kunden. Mehr Kunden mit höherer Marge. Okay, das ist nämlich eine Sache, die ist absolut essentiell. Und mal jetzt ganz gerade rausgesagt und wirklich ehrlich zu dir selber gesprochen, es ist der einzigste Weg, wo du in den nächsten 3, 5 bis 10 Jahren erfolgreich skalieren werden wirst. Alles andere ist meiner Meinung nach dahindümpeln, ums Überleben kämpfen, am Break-Even rumpopeln, schlaflose Nächte und am Ende des Tages irgendwie ein Geschäftsführergehalt von 3.000, 4.000 Euro im Monat und absolut keinen Wohlstand und auch keine Freiheit, weil das miteinander einhergeht. Ja. Okay, also wirklich auch mal aufgepasst hier. Es gibt letztendlich wirklich runtergebrochen, so einfach wie es irgendwie nur möglich ist, runtergebrochen. Und du wirst dich jetzt wundern. Ich verspreche dir, du wirst dich wundern, wie einfach das Ganze ist. Diese 4 Wege des Hebelns, ja, 4 Wege, 4 Methoden des Hebelns, die aktuell heute hier, ja, 27.04.2024, die besten Wege sind und gleichzeitig auch die schlechtesten Wege, werde ich hier mal kurz aufzeigen. Also, es gibt den ersten, ich werde mal von den schlechtesten Wegen welch anfangen und dann hinzu zu den besten Wegen. Okay, der erste Weg ist über, also, der erste Weg ist über Menschen. Ein Riesenthema, mein Freund. Okay? Das Thema Recruiting, Mitarbeitergewinnung. Mach mal irgendwie eine Suche, egal wo, auf welchen Plattformen, über Mitarbeitergewinnung. Riesiges Thema. Besonders in Deutschland, auch Personalkosten steigen ständig. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, warum alle Firmen wirklich ihre ganzen Systeme gerade umbauen. Ja? Also mal noch ganz kurz vorweg hier ein Insider. Weil ich ja letztendlich in den letzten 10 Jahren fast ausschließlich nur mit deutscher B2B-Geschäft zu tun hatte, in Deutschland mit den sämtlichen Industrieunternehmen. Es gibt kein Unternehmen mit mehr wie 100, 150 Millionen Euro Umsatz, das irgendwas produziert in Deutschland, wo ich nicht mindestens in den letzten 10 Jahren 100 Mal mitgesprochen habe, mit irgendwelchen Leuten aus irgendwelchen Fachabteilungen, IT-Abteilungen etc. BP, weil ich da eben einfach IT-Lösungen, SAP etc. verkauft habe. Der einzigste Grund oder mit einer der Hauptgründe, warum wir in Deutschland so einen mächtigen Standort hatten oder beziehungsweise so viele Arbeitsplätze, so eine geringe Arbeitslosigkeit und so weiter, trotz der relativ hohen Lohnkosten, waren die niedrigen Energiekosten. Und jetzt, da die Energiekosten sich letztendlich verdoppelt haben beziehungsweise auch nie wieder zum selben Level zurückgehen zu scheinen, ja, müssen die Firmen, sind gezwungen, die Firmen ihre Reinvestierungen, ihre neuen Produktions-, also alles, was sie sozusagen an neuen Investitionen machen, ja, irgendwo im Ausland zu machen, wo die Lohnkosten wieder niedriger sind, sodass sie letztendlich die höheren Energiekosten, die teilweise auch höher geworden sind, auch im Ausland, ja, nicht ganz so krass wie hier vielleicht, wieder auszugleichen. Also ich rede jetzt generell mal vom europäischen Raum, ja. Okay. Und
Jetzt halt mal wieder zurück, das Rad wieder zurückgedreht zu meiner Zielgruppe, die IT-Dienstleister. Und das sehe ich halt so häufig, ne? Also letztens hatte ich wieder ein Gespräch mit jemandem, der hat irgendwie 4 oder 5 Mitarbeiter und sagt das so, du, ich kenne hier jemanden, einen Freund, der hat es geschafft. Da sage ich, okay, cool, was macht der? Ja, der macht nämlich auch Softwareentwicklung, hat jetzt eine Bude aufgebaut, hat richtig coole Kontakte, richtig gute Projekte, ja, rein in die Industrie, große Firmen, große Kunden, richtig geile Sachen auch, die wirklich mich antönen, ja, also von der Essenz her, was ist jetzt so von der Substanz her, was die Themen sind und so weiter, ne, das bockt mich wirklich herausfordernd, ja, innovative Softwarelösungen und so weiter, digitale Begleitprodukte etc. pp., you name it, ja, also so in der Energiebranche, in ja, einfach ja, Software mit Hardware verknüpfen, ja, KI-basiert und so weiter und so weiter. Und sage ich, okay, wie viele Mitarbeiter hat der? Naja, so 20, 25 Mitarbeiter hier im Raum München. Super erfolgreiche Firma. Sage ich, okay, was machen die so für Umsatz? Ja, ich habe mal nachgeschaut, lass mich mal nachschauen. Also nachgeschaut, im Bundesanzeiger irgendwo, ja, immer so 3, 4, 5 Millionen oder sowas im Schnitt die letzten 3, 4 Jahre. Sag ich, okay, 20 Mitarbeiter und so weiter. Und da steht da irgendwas drin, wie viel Gewinn vor Steuern die gemacht haben, weil das muss man ja, glaube ich, auch veröffentlichen in gewisser Weise. Je nachdem, ob du da einen Bundesanzeiger schaust und einen Account hast und so weiter, kannst du es ja auch quasi downloaden. Die haben, ist ja quasi Bilanzierungsveröffentlichungspflicht bei den GmbHs in Deutschland. Ja, was ist denen so übrig geblieben? Ja, so 300, 400.000 im Monat, im Jahr. Ja, okay. Ja, das ist das Risiko von 20, 25 Mitarbeitern. Der wälzt letztendlich Projektgeschäft von einer guten mittleren, ja, siebenstellige Summe um und dann bleiben ihm unterm Strich 300, 400.000 Euro übrig. Ah, ist jetzt nicht so, das mache ich jetzt keine Salto rückwärts, ja, wenn ich das jetzt so sage. Und das ist halt eben das Problem. Ja, also das, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ne? Viele denken dann, okay, Nearshore, Offshore und all das ist die absolute Lösung. Klar kannst du, wenn du weißt, wie und wie du im Ausland Firmen gründest und aufbaust und dort dann das Recruiting machst und alle Hürden und alles quasi übernimmst, und wir unterstützen ja auch Leute, zum Beispiel mit Sprachen und so weiter, alles, was du dann nehmen musst, du brauchst dann auch vor Ort die ganzen Spezialisten, ne? Anwälte, Steuerberater und so weiter. Dann kannst du natürlich unter Umständen vielleicht dort die Ressourcen aufbauen, Teams aufbauen. Und das machen ja auch viele, ganz klar. Hier in Deutschland, in München, überall. Na, die haben in Rumänien, Tschechien, was weiß ich, überall halt ihre Leute sitzen. Und wie kosten ihnen halt dann nur die Hälfte oder nur ein Drittel? Ne? Also wie Miele, wie im MAN. Ist einfach, so ist es halt einfach. Das ist ganz legitim, ja? Ganz neutral. Nur dann hast du halt immer wieder die Nachteile auch, dass du sagst, okay, ich muss das Ganze managen, die Sprachbarrieren, es muss alles laufen. Ne? Und häufig ist dann so, wenn ich das dann transparent, je nachdem wie viel Substanz ich dann hier vor Ort habe, bin ich manchmal mehr oder weniger gezwungen, dass ich das sozusagen transparent zu meinen Kunden auch kommunizieren muss, und dann erwarten die eben, wie schon eingangs gesagt im Video, dass ich sozusagen hier den Kostenvorteil weitergebe, ja, und so weiter. Und dann ist irgendwann verwässert sich meine Marge immer mehr. Es sind vielleicht noch 2, 3 Recruiter irgendwie wieder dazwischen und Vermittler oder irgendwelche anderen Dienstleister und so weiter. Also unterm Strich bleibt dann auch wieder nicht so viel übrig. Okay, der zweite Weg, aber das ist halt sozusagen was, wo wir seit der industriellen Revolution, seit 150 Jahren, ja, machen wir jetzt endlich Leveragen, also wir skalieren über Menschen. Ja? Also wir bauen irgendwie bauen Autos, bauen Maschinen, was weiß ich, holen uns halt einfach die ganzen Leute rein, ja, und die produzieren das Zeug und aufgrund dessen skalieren wir hoch, ja, okay, Labor. Dann das zweite ist, schon etwas besser, aber immer noch nicht super, so super, ist Kapital. Also Kapital habe ich mich auch jahrzehntelang innig damit beschäftigt, sogar als Hobby, ja, Aktienbörse und das ganze Zeug, wo auch unfassbar viel Scheiße gibt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, also viel, viel, seitdem auch Social Media jetzt hat, im Internet ist und so weiter, so viele schwarze Schafe, unfassbar, unfassbar. Also Kapital, Kapital letztendlich, okay, hier ist aber wieder das Problem, dass du sagst, okay,
Ich muss das Kapital so einsetzen, also erstmal brauche ich das Kapital, muss ich irgendwo herkriegen, das ist wieder das Henne-Ei-Prinzip. Ja, also wenn ich jetzt noch kein richtig Geld verdiene, woher will ich Kapital nehmen? Dann musst du wieder zur Bank dich finanzieren lassen, dann musst du Zinsen zahlen oder zum Venture Capital, also zum Investor, dann muss ich meine Anteile abgeben und auch meine Freiheit und so weiter und so weiter. Riesiges Fass kann man da aufmachen. Ich will jetzt da gar nicht so tief reingehen beim Thema Kapital. Aber es ist letztendlich sowas, dass du sagst, okay, häufig kriegst du da halt dann, sagen wir mal, auch eine Wachstumsrate hin, ja, von 5%, 8%, 15%, 10%, irgendwie sowas auf dein eingesetztes Kapital. Das sind so diese Raten. Also wenn du jetzt mal so die richtigen Superfirmen da anschaust, ja, so die richtig krassen Firmen, die auch an der Börse sind und so weiter, ja, die also wirklich, die, wo die Post abgeht, ja, die haben dann teilweise irgendwie so 20-30%, ja. Und ich rede jetzt hier explizit nicht von irgendwelchen Coaching, Consultings irgendwie da draußen, die halt irgendwie Schneeballsysteme aufgebaut haben und so weiter. Die haben dann irgendwie, keine Ahnung was, ja, 300%, aber da geht es ja, glaube ich, auch gerade bei denen ziemlich stark bergab. Okay, das geht dann auch nur über 1-2-3 Jahre und dann ist der Kuchen, da ist der Drops gelutscht. Ja, jeder hat sich irgendwie einmal gegenseitig gecoacht und dann ist es halt einfach auch vorbei irgendwann. Ja. Also ich rede hier vom substanziellen, seriösen Businesses, die du quasi über Jahrzehnte hinweg aufbaust und dann auch gerne mal vielleicht nach 10, 20 Jahren Exit hinlegst. Okay, das geht natürlich auch. Also, so, wir haben hier jetzt letztendlich Menschenkapital. Und was ich jetzt feststelle, es kommen noch zwei, dass all diese Firmen und wirklich ein großer Teil auch der Kunden, mit denen ich zusammenarbeiten durfte in den letzten Jahren und beziehungsweise auch die, die sich bei mir teilweise nur eine Stunde oder nur 2 Stunden gebucht haben als Beratung, ist, dass die letztendlich hier drin gefangen sind. Okay, es geht letztendlich immer nur darum, Ressourcen, ja, dann wird wieder ein bisschen was eingenommen, wird es wieder an die Ressourcen weitergegeben, ja, mit einer sehr geringen Marge und dann wird es wieder hier in die Ressourcen, werden wieder Leute eingestellt, wieder Gehälter gezahlt und so weiter und so weiter. Dann wird wieder Kapital eingesetzt, verdient, eingesetzt, verdient, eingesetzt, verdient, eingesetzt. Und am Ende haben wir hier irgendwie sowas von 5, ja, bis 15%, ja, irgendwie eine Rendite oder sowas, ja. Und hast du permanent diesen Stress, weil du hast immer diesen Time to Cash, dann hast du wieder Firmen, größere Firmen, die irgendwie nur 30 Tage Zahlungsziel haben. Ich habe schon Softwarefirmen gesehen, die haben irgendwelche Deals gemacht, da hatten sie 90 Tage Zahlungsziel. 90 Tage Zahlungsziel. Du musst also, wenn du 20 Leute da jetzt drinnen hättest, theoretisch, dann müsstest du die quasi über 3 Monate die Gehälter zahlen und vorfinanzieren. Weißt du, was das für eine Summe ist? Ja, das ist ein sehr hoher, sehr sechsstelliger Betrag. Also letztendlich, auf jeden Fall eine 250.000 oder sowas. Ja, auf jeden Fall musst du einfach mal so auf der Bank haben und vorfinanzieren, nur damit du irgendein Projekt bedienen kannst, ja, bis du mal erstes Geld siehst. Und deswegen sind die halt immer zu hier drin gefangen. Okay, so und jetzt kommt der Clou. Ja. Und das ist das, wo halt einfach die komplett unterschätzen, also auch die größeren Firmen und die ganzen Softwareentwickler und Buden und so weiter. Und die dritte Ding, wo ich jetzt mal sage, okay, jetzt mache ich das mal grün, ja, weil es einfach geiler ist, das ist Media. Ich frage mich jetzt gerade, warum der Stift nicht richtig funktioniert, ist auch egal. Dann mache ich halt mal den Stift hier. So, Media. Was meinen wir jetzt mit Media? Videos, YouTube, Mitgliederbereiche, Memberships, ja, Online-Kurse. Jetzt nicht nur einfach einen Online-Kurs verkaufen, sondern als Add-on, als auch als in der Mitarbeitergewinnung zum Beispiel halt einen Onboarding-Kurs machen, in der Kundengewinnung einen Onboarding-Kurs machen, Schulungen, Support, ja. All diese Dinge über Media. Ja? Also wie wenig Softwareentwickler, Häuser und so weiter überhaupt einen YouTube-Kanal haben oder überhaupt irgendwas in Sachen Media machen, ist wirklich erschreckend. Wird du komplett unterschätzt. Ja? Du kannst ein gutes Video machen, das kann dir in 4-5 Jahren einen Kunden bringen, ohne dass du irgendwas dazu weitergemacht hast.
Ein einziges Video einmal gemacht, kann theoretisch von 1 Million Euro einer Million Personen konsumiert werden. Ja, ohne dass du irgendwas noch mal dazu machen musst. Eine Sekunde, keine einzige mehr Sekunde an Arbeit. Okay. Das nächste ist, ich mache es mal in der Farbe. Und das vierte ist, das mag ich jetzt wirklich mal erschrecken, weil wir reden ja hier quasi von der Zielgruppe aus der IT-Branche, in der IT-Branche, Softwarebranche, Entwicklerbranche, Digitalexperten, Agenturbranche, IT. Und das vierte ist Software. Und ich finde es teilweise wirklich erschreckend, wie wenig von diesen ganzen Entwicklern und Selbstständigen und so weiter, die teilweise selber Entwickler sind, ja, Frontend-Entwickler, Web-Entwickler, was hatten wir da alles, Ruby and Rails-Entwickler, .NET-Entwickler, ja, Java-Entwickler, all diese Entwickler, die ich da als Kunden hatte in den letzten Jahren, ja, SAP-Entwickler, Custom Experience und so weiter, dass die teilweise nicht mal ein CRM haben oder ein sehr, sagen wir mal, bedürftiges CRM-System, dass sie einfach keine Tools haben, keine KI-basierten Systeme implementieren, wo du quasi heutzutage nur noch per Knopfdruck jetzt mit KI, ja. Ich habe es sogar so, dass ich einige dieser Kunden, die ich da teilweise hatte, das Thema KI komplett schlecht reden, ja. Also, weil sie sich letztendlich, also es ist quasi so ein unterbewusster Mechanismus, der da stattfindet, weil sie sich bedroht fühlen, weil sie meinen, naja, ich bin jetzt als Entwickler irgendwann komplett irrelevant und wegrationalisiert, weil alles das wird dann alles nur noch quasi per KI selbst programmiert. Der Code, also die Software programmiert und erweitert sich von selbst. Na, ich bin dann nutzlos und so weiter. Das ist dann, steckt im Unterbewusstsein dran. Deswegen wird es immer schlecht geredet. Ja, das KI, ja, das ist also so ein Thema, so ein Hype-Thema und so. Wirklich? Wirklich? Ist KI wirklich nur ein Hype-Thema? Ist es nicht real? Wirklich? Pack dich da mal an deine eigene Nase und überleg dir mal in der ruhigen Minute wirklich, was du da vielleicht verpasst. Ja? Beziehungsweise Robotik, ja, in Kombination dann mit Robotik, ja, wenn wir jetzt quasi Hardware und Software dann miteinander kombinieren. Schau mal, recherchier da mal ein bisschen. Ja, was da so Boston Consulting und so weiter, was da so ein paar Firmen schon an quasi Robotern, Drohnen und so weiter, da alles schon existiert und wie und diese, der technologische Fortschritt, mein Lieber, der findet exponentiell statt. Das heißt, selbst wenn du jetzt auf die letzten 2 Jahre zurückschaust, was da jetzt an Fortschritt in KI und seit diesem ChatGPT-Boom und Hype und so weiter, klar, es ist ein Hype. Aber der basiert auf realen technologischen Fortschritt. Und wenn du jetzt mal die letzten 2 Jahre zurückschaust, was da alles passiert ist in dem Bereich, dann bitte nicht davon ausgehen, dass in den kommenden 2 Jahren, also in den künftigen 2 Jahren, wieder der gleiche Fortschritt weiter passieren wird. Nein, das ist exponentiell. In den nächsten 2 Jahren wird der Fortschritt eventuell 4-mal so schnell sein wie in den letzten 2 Jahren oder 8-mal so schnell in den folgenden 2 Jahren darauf und so weiter und so weiter. 16, 24, 16, 6 und so weiter. Ne? Also Exponentialrechnung. Ich bin es auch nicht der beste Mathe. Ja, kannst du mal ausrechnen im Taschenrechner. Und es ist wirklich erschreckend, wie viele Leute und Firmen und Selbstständige, die schon teilweise Mitarbeiter haben, teilweise mehrere Dutzende Mitarbeiter, wie schlecht die sind in der Nutzung von Tools und Systemen, intern, Software. Obwohl sie Software programmieren, obwohl sie Webprogrammierer sind, obwohl sie coden. Ja. Das sind halt Freigeister. Ja, und ich weiß, wie das ist, weil ich bin ja selber einer. Ja, ich bin ja auch selbstständig, weil ich ein Freigeist bin sozusagen. Ja. Also, aber das ist das Fundament für im kürzesten möglichen Zeitraum so viel möglich wie möglich Geld zu verdienen letztendlich, ja. Und das ist das, was dahinter steckt. Also die Formel, wie ich gemacht habe, ja. Ganz einfach, ne? Einnahmen minus Ausgaben ist gleich Gewinn. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, wie wir Einnahmen erhöhen und Ausgaben gleichzeitig reduzieren. Ohne dabei um die Kunden zu verlieren. Das heißt also, eigentlich müsste ich hier noch hinschreiben,
Kundengewinnung auch maximieren. Ja? Also wollen wir gleichzeitig noch mehr Kunden gewinnen und nicht weniger, logischerweise. Ne? Also das ist mal das, wo ich jetzt hier mal, ich habe deswegen dieses Video gemacht, weil halt einfach ich gesehen habe, wie viele Leute, die aus der Softwareentwicklung kommen, die selbstständig gemacht haben, dort schon seit teilweise Jahrzehnten selbstständig sind, in diesem Hamsterrad hier gefangen sind. Von Menschen, Hebeln über Menschen, Hebeln über Kapital. Hebeln über Menschen, Hebeln über Kapital. Die gehen immer zwei Schritte vorwärts und wieder einen zurück. Zwei Schritte vorwärts, einen zurück. Zwei Schritte vorwärts, einen zurück. Versuch doch mal hier reinzugehen. Ja? Versuch doch mal 10 Schritte vorwärts zu gehen. Ja? Und das ist halt das, wo ich jetzt hier in dem Video mal einfach mal dir ans Herz legen wollte. Okay, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ciao. Happy Hunting. Nicht vergessen. Achso, Kanal abonnieren nicht vergessen, gell?